Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind immer noch in der wachenden Festung, da werden wir auch noch eine ganze Langeweile bleiben. Ja. Wir sind nämlich gerade bei der zweiten Ebene von 5 Ebenen und dann noch die Endebene und ich weiß nicht mehr, was uns bis dahin erwartet, weil. Wie gesagt, Throne of Baal ist für mich blind. Ich habe bis jetzt nur Shadows of Amal durchgespielt gehabt vorher. Und ja. Wir müssen jetzt auf dieser Ebene den Dämon befreien, indem wir uns magische Stäbe holen. Hallo, Nebel. Und ja. Okay, okay, verstanden. Dazu müssen wir in die einzelnen Bereiche der Magier eindringen und uns mit ziemlich bösen Zeug rumschlagen hier. Mist. Los, spuck es aus. Schön. Was ziemlich unschön ist. Tach. Was mir so aufgefallen ist, munitionstechnisch bei Airy. Haben wir jede Menge Munition, die wir mal benutzen könnten. Jedenfalls hier im Augenblick. Können wir Schleuderkugeln plus 3 verwenden mal. Die plus 4er will ich mir ja aufheben, habe ich gesagt. So, können sie die hier verwenden. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Können wir gerade nicht identifizieren, auch gut. Ich war. Auf geht's. Gut, damit sind die hoffentlich jetzt alle tot, dass wir hier in Ruhe nach Fallen gucken können. Also, ob ich dir glaube, dass das die einzige Falle hier ist. Genau, Bodenfallen. Hey, Immoin hat eine Stufe gekriegt. Und ja, ich sollte mal gucken. Schwierigkeitsgrad ist gerade richtig, aber ich muss ihn runterstellen. Damit ich Immoin ihr Level abgeben kann. Weil Immoin hängt noch ziemlich hinterher, was das Leveln angeht. Wobei es mittlerweile so aussieht, als ob sie langsam aufholt. Wobei aufholen wird sie schlecht können. So, ETW um 1 reduziert. Ein 8er Magiezauber. Trefferpunkte. Sagen. Ein Trefferpunkt, wow. Sagen Kunde um 3 Attribute kann sie jetzt. Achso, das haben wir schon. Okay, sie kann jetzt schon zum zweiten Mal zum Attribute wenn verwenden. Und dann machen wir natürlich einen Zauber auf dem nächsten, auf dem 7. Grad. Und beim nächsten Stufenaufstieg auf dem 8. Grad, damit wir das alles haben. So, 7. Grad. Hätte ich nämlich nochmal gerne meinen Todesfinger. Nee, halt. Meine Betäubung. Die Todesfinger habe ich ja schon mal. Abscheuliche Austrocknung. Symbol Tod. Ein Scheusal beschwören. Scheusal beschwören wäre nicht schlecht. Nehmen wir lieber nochmal Machtwort Tod. So, Schwierigkeitsgrad wieder hochsetzen. Dass ich nicht drauf vergesse. Und dann gucken wir mal. Die kalte Luft, die aus diesem Raum in den Gang dringt, fährt euch in die Knochen, lässt eure Gelenke ganz steif werden und macht die Lederteile eurer Rüstung ganz hart, sodass jede Bewegung zu einer Anstrengung wird. Okay. Ich schätze eigentlich immer noch, dass hier drauf eine Falle liegt. Und hier wird wahrscheinlich mich feuern, oder? Das Glitzern der Flammen, ja.
Gut. Hier ist ein Hornteil, was wichtig ist. Und die Beute ist verlangsamt. Also mal rein mit euch. Pfeile plus 2 können verkauft werden. Weil Emoin hat einen Köcher, der unendlich viele gibt. Und Pfeile des Zauberbuchs, die werden mal hier reingepackt. Gut, und das Hornteil. Habe ich den Feuerriesen geplündert? Oder was, der Feuerriese? Nö. Da drin habe ich auch schon nachgeguckt, ja. Da ist noch eine Schriftrolle. Hier sind nur Bücher. Noch mehr Pfeile und ein Luchsauge. Ja, eben ins das Reich. Ein Stab, aber ich bin voll gerade. So, was ist das hier? Hat geschrieben oder Notiz? Diese kurze Notiz ist in einer wilden, kreisförmigen Schrift geschrieben, die kreuz und quer über das Papier zieht. Die Worte scheinen ein ziemlich unverständliches Gestammel darzustellen. Hübsche Leute sind kurz, rot und grün. L der V. Das gehört also wahrscheinlich zu denen hier. Also ja, wir haben hier so ein paar handgeschriebene Notizen. Ja, das war die Sachen. Das war der General mit dem Steckbrief. Also ja, das hier ist zum Beispiel eine handgeschriebene Notiz. Das hier ist eine, alle von Lum. Ist das jetzt Lum der Verräter vielleicht? Das hier war wegen, ist die gekritzelte Notiz wegen dem Feuer. Das war wegen dem Priester, ja. Lum der Verrückte, okay. Lum der V, okay. Jetzt wissen wir's. Aber ja, wir haben hier die Notiz aus der Eisbibliothek. Also wir haben hier einmal Luft, Feuer, Schleim und Eis. Diese Notiz ist durch deine dünne Schicht magisches Eis geschützt und erstaunlich gut lesbar. Die anderen weigern sich, meinen Beitrag zu diesem Projekt die notwendige Anerkennung zu zahlen. Wenn der Dämon die Gestalt des geflügelten roten Untiers annimmt, ist er durch meine mächtige Wintermagie verletzlich. Dennoch beharren meine Gefährten auf der Meinung, dass ihre Magie mächtiger als die meinige ist. Der Flammenmagier mit seinen unbesiegbaren Dienern ist natürlich am schlimmsten. Ich habe jedoch das Geheimnis entdeckt, wie man seinen Riesen, der ihm so viel bedeutet, zerstören kann. Die Feuerelementare sind der Schlüssel. Wenn man sie ausschaltet, wird er verwundbar. Ich werde die vier Elementare in mein eisiges Labor locken und sie hier in meinem gefrorenen Reich zerstören. Dadurch werden ihre Geister in den Eiskristallen gefangen, so können sie nicht in der Lavagrube wiedergeboren werden, in der sie sonst in dem ewigen Kreislauf neu auftauchen. Ist jetzt die Frage, ist das da mit Labor gemeint oder ist das hier sein Labor? Natürlich. Und die nächste große Frage ist, wo kriege ich mehr Schlüssel her? Ich habe nämlich keine Schlüssel mehr. Ich hatte, glaube ich, nur zwei Schlüssel. Oder kann ich die wieder rausnehmen, indem ich die Türen wieder zumache.
Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Oh. Da werden Schleime geboren und da werden Spinnen gespawnt. Hilfe. Ich warte auf euren Befehl. Bei Topfer, ich werde euch erledigen. Holt euch zu sich. Okay, ein paar Schwertspinnen und so, das ist kein Problem, aber das hier sind Vortex-Spinnen. Huh? Oh, das hier ist Teilschleim, oder? Ne, ist nur Grünschleim. Das Böse darf nicht weiter wuchern. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Tja, ich habe immer noch keinen Schlüssel. Das heißt, ich kann weder hier noch hier aufmachen, oder? Nö. Ist was? Okay, okay. Das heißt, wir probieren mal die Schlösser zu knacken. Nö. Fragt nur. Hm. Ein Stern Saphir. Und ja, jetzt haben wir zwei von diesen Stäben. Stecken des Zauberschlags. Träger kann magische Bresche und Magie durchdringen wirken. Kann nur von Magiern oder Baden verwendet werden. Ja, und das hier sind Munitionssachen, die wir verkaufen können. Oh, sind das nicht Schleuderkugeln? Ne, das sind nur plus 2, plus 1. Das sind die Feuersteinschleuderkugeln, die wir auch nicht mehr unbedingt brauchen. Pfeile plus 3 und so will ich aufheben. Feuerpfeile und Bolzen bin ich mir nicht sicher. Aber da drin sind sie auf jeden Fall mal besser gelagert. So, was mache ich jetzt? Keine große Herausforderung. Sammelt die Zepterschlüssel und steckt sie in die vier Öffnungen rings um den Käfig. Wenn ich frei bin, gehe ich meiner Wege. Und ihr kommt durch das Tor, um euch des Gefangenen anzunehmen, wenn ihr das immer noch wollt. Die Frage ist nur, wie kommen wir in die Räume rein? Weil ich habe hier... Gefährten sind sture Idioten, Dämon praktisch immun, bla bla bla, der aufgeblase Wuffmagier und seine lächerlichen Diener zerstören. Ich habe endlich eine Möglichkeit entdeckt, wie ich diese tragische und schleimfanate Entschuldigung für einen Magier ausrotten könnte. Wenn ich meinen Ventilator auf die höchste Stufe stelle, während die südwestliche Tür zu seiner Giftküche offen steht, dann wird der Giftnebel aus dem Labor geblasen. Dadurch werden seine Gifttierchen verwundbar. Ich muss aber denken, diese Schleimpfützen mit Blitzen zu bearbeiten. Mhm.
Ich kann die Türen schließen. Den Ventilator wieder auf die nächste Einstellung schalten. Wo war das? Wenn ich den Ventilator des Duftbaggers hochfahre und alle Türen zwischen dem Ventilatorraum, meinem Labor und dem kalten Raum des Eismagiers öffne, wird der Wind meine giftigen Dämpfe hinunter zu den Schergen des Eismagiers blasen. Mhm. Ich war nun gut. Naja, das ist verschlossen. Das ist auch verschlossen.